Ivan der Sechste wurde mit 6 Monaten Kaiser von Russland, das war er allerdings nicht sehr lange und den Rest seines Lebens verbrachte er in Gefangenschaft. Regieren sollte aber seine Mutter und ein gewisser Ernst Johann von Biron. Während die beiden damit beschäftigt waren, sich gegenseitig auszustechen, nutzte Elisabeth, Tochter von Kaiser Peter dem Großen, die Chance und stürzte den Babykaiser. Mitten in der Nacht stürmte sie mit ihren Gardisten den Palast, um das Baby zu entthronen. Das Baby schlief aber und die Gardisten mussten zuerst abwarten, bis es aufwachte, damit sie es festnehmen und zur neuen Kaiserin bringen konnten. Diese soll den entthronten Kaiser kurz in Armen gehalten und mit dem Satz „Du bist an nichts schuld“ getröstet haben. Er kam in Gefangenschaft, seine Eltern und Geschwister auch, allerdings getrennt von ihm. Er hat sie also nie kennengelernt. Er war 23 Jahre lang in Haft. Bei einem möglichen Flucht- oder Befreiungsversuch wurde er von der Wache getötet. Seine Geschichte wurde bewusst zurückgehalten. Er ist doch der einzige russische Kaiser ohne Ruhestätte, beziehungsweise weiß man noch gar nicht, wo sein Körper begraben wurde.